Ich wäre sogar bereit dafür, 500 Subs zu machen. Alright. Wenn ich vor Level 10 sterbe, gifte ich 500 Subs. Alright. Ey, Robin, bist du gerade da? Können wir AI-Donations auch machen? Kussi? Test, test. Alter, Junge, German Let's Play im Chat. What the fuck? Was geht, Bruder? Ich weiß auch direkt, dass es der echt ist, weil das ist der einzige Mensch auf dem Planeten, der mit Punkt und Groß- und Kleinschreibung schreibt. Ach komm, Papa, bitte, lass mich noch kurz in den Raid reingehen, bitte. Ich glaube, ich spinne, sag mal, du machst jetzt die Glotze aus. Du gehst jetzt in die Haier. Ich will nach der Maloche entspannen, du Kackkind. Based. Was? Ich denke, jetzt hat mich ganz aus dem Konzept geworfen. Was wollte ich sagen? Okay, 100 ist vielleicht. Ich bin nicht in WoW drinne. Aber das ist wohl eine Stimme aus dem Spiel. Bruder Robin, was zum Fick? Hör auf, neue Stimmen zu patchen. What the fuck, Bro? Bei Bodycount 100 genau. Weiß die wenigstens, was die macht. Die gibt so gottlos Head und hat so Maxed Out Skilltree. Das knallt anders, als Bolze wortwörtlich knallt. Maxed Out Skilltree. Deadass, Digga. Ja, aber so denke ich halt auch eher. Also, ich keine Ahnung, ich war noch nie in der Situation. Auf KitKat, Kevin, bringe auch meine Swinger-Kollegen mit. Nee, danke, Revi. Aber ich bin in 3 Wochen in Berlin, dann können wir gehen. Was ist die Hauptstadt von Kurdistan? Weiß ich nicht. So ein Gag, den ich nicht checke. Alright, von den Wichsern brauchen wir auch was. Wir brauchen diese Korn-Dinger. Ich habe, glaube ich, neue Schuhe. Oh. Oh. Wir skippen mal die, danke, Bro. Warte, jemand hatte gerade noch was zu diesem... Die Frage ist, wird sie es schaffen, nach 100 Kerlen noch einen fürs Leben zu behalten? Ja, safe. Also, was? Ich glaube nicht, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man... Ah, okay, vielleicht hat es ein bisschen was miteinander zu tun. Aber, also, ich glaube halt... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man halt mit vielen Leuten was hat, dass man vielleicht dann irgendwie abgebrühter ist, sag ich mal. Und tendenziell vielleicht eher so ein bisschen verschlossener wird, was so Gefühle aufbauen angeht. Weil man sich halt dann so denkt, ja, okay, ist halt so wie immer einfach. Ist halt ein schneller Fick und dann... Genau so mäßig, you know? Das ist halt das Ding, aber es ist ja nicht so, also ich glaube, wenn die Person kommt, wo das dann matcht, dann passt das halt. Heya! Meine Haut mag schrumpelig sein, dennoch bin ich beweglicher als du, Kevin. Karate-Omi Annegret kickt jedem ins Maul. Angefangen bei diesem Fefe, der im Netz als Philo rumgeistert. Kennt ihr meinen Kampfschrei? Hi! Ja, 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 ja. Bro, what the fuck? Ich glaube, eine Frau, die 100 hatte, hat einfach eine ganz andere Ansicht auf Sachen als ich und wird eh nicht passen. Realistischer Pferd, Dildo-Spritz, Dildo mit Saugnapf, XL, Tier-Dildo-Silikon, Anal-Dildo mit Sperma, Spritzfunktion, Ejakulationsfunktion. Das habe ich nicht bestellt, Chat. Bro, what the fuck? Pferd, Dildo, Spritz, Dildo mit Saugnapf XL. Also für mich ist halt diese wilde Phase an sich eine Red Flag so. Aber das liegt an mir. Muss jeder für sich selber wissen. Deshalb ist nicht der Charakter schlecht. Bruder, warum hast du dich entschieden, diesen Take zu machen mit der Opa-Stimme, Bro? What the fuck? Was hat der Opa getan, Junge? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich ein Girl daten würde und die würde mir sagen halt, yo, ich habe halt einen Bodycount von 100, dann, also erstmal wüsste ich gar nicht, wie es zu diesem Gespräch irgendwie kommen sollte, so direkt. Freund von mir hat leider einen Bodycount über 100, der hat sich dann mit einer Kreissäge die halbe Hand zersägt, über alles nachgedacht und ist jetzt seit fast 2 Jahren glücklich und monogam in einer Beziehung. Bro, what? Was gibt es bei Männern und Frauen auf EV? Bro, was ist der Part mit der Kreissäge, Junge? Was ich sagen wollte, ich glaube, wenn ich ein Girl daten würde und die würde halt dann sagen, ja, ich habe einen Bodycount von 100, dann würde ich auch, glaube ich, mal erstmal checken. Vielleicht würde man dann so ein bisschen genauer so drauf achten, yo, entspricht das so den, also ist diese Person ready für eine Beziehung, you know? Aber ich glaube, wenn ich dann merken würde, sie ist, dann wäre es scheißegal, glaube ich. So ist mein Feeling, aber ich war noch nie in dieser Situation. Smegma ist eine weiße bis hellgelbe Substanz am Geschlechtsorgan eines Menschen oder Tieres. Gib's mir, Kevin. Okay. Wer einen von 100 hat, ist niemals beziehungsfähig. Bro, I don't know, würde ich nicht sagen. Ich meine, ich glaube, so jemand wie so ein... So Moin Jungs, soll ich den letzten Köttel beim Kackduschen mit dem Zeh oder mit dem Finger den Abfluss runterpressen? Bro, what the fuck? Ich glaube, so jemand wie jetzt zum Beispiel Inski oder so, also Nico, Inscope. Nico hat doch safe auch einen Bodycount von 100 oder so und ich glaube, der ist so, also ultra beziehungsfähig. Ich glaube, es ist übel der Arzt. Safe Tim auch. Ja gut, Tim hat andere Probleme, wa? Stichwort, er kann den Podcast nur im Liegen aufnehmen, Junge. Da knallt's gewaltig. Zoppi. Ja, Arnagelneuer, Benzer einen Arm, aus dem Fenster einen Arm, auf den Lenker feiern, mich nur selber Speed on the Street, 300 km/h, Jack is Supreme, zu schnell für die Kamera, fahre den Benzer mal straight durch Amsterdam und kaufe eine Bombe. Ich glaube nicht, dass der Part am Ende, dass das der Original Song war. Hey Kevin, ich habe letztens eine Dicke bebumst und sie hat mir während des Akts gesagt, dass sie mich liebt. War BTW das erste und letzte Treffen?
Off-Topic, liebe Grüße an Marina und Tom. Fucking Mike, Bro. Bro, holy shit, holy shit! Yo, 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 yo! Oh mein Bro, gern wäre ich Alter! Noch mal 20, um mir ordentlich das Pillemännchen zu entsaften. Bro, warum war das so knapp? Holy Herbert, shit! Du kannst doch nicht im Netz sagen, dass du dir den Schimmel vom Lümmel schütteln möchtest. Bro! Ach, Annegret, 5 gegen Willi ist mein Hobby im hohen Alter. Bro, das war echt knapp gerade. Pickst du, sobald Kevin offline ist, dir einen Kolben ab? Sei kein Lutscher und sei beim Offline-Chat-Chess-Turnier dabei, der im November stattfindet. Wirklich, wie weit sind wir gekommen? Weitere Infos werden noch stattfinden und es wird ein Stream stattfinden. Bro, das war wie so eine Kinowerbung, finde ich. Das hatte irgendwie Kinowerbung-Vibes. Ich weiß nicht, die Kinowerbung wird irgendwie mal geflüstert. Hey, ich bringe bald Schlangen-Merch auf den Markt. Du auch? Hoffe ja. Oh Mann, Bro. Gestern wollte mir jemand einreden, ich brauche Schlangen-Merch. I don't know. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht streamen werde. Frecher, frecher Bursche. Nice, wir haben es fertig. Let's Bei go. Mir kam letztens ein Paket von dir an und auf einmal lief die Scheiße da an der Seite raus. Du Schlingel hast doch krumme Dinger am Laufen. Ich mach dich kalt, du Knecht. Bro, was? Was zum Fick, Bro? Ein Girl, mit dem ich dit ist 20, hat innerhalb von einem Jahr mit 8 Typen was gehabt und will jetzt mit mir eine ernsthafte Beziehung eingehen. Ja, sie sagte immer, die Typen waren nicht die richtigen. Meinung? Digga, 8 Leute, ist das voll normal. What the fuck? Ja, juckt, holy shit. Einfach wichsen, Digga. Ja, Bro, what the fuck? Also 8 ist ja wirklich super chill. In einem Jahr, ja, hä? Hey, what the fuck? Bro, what the fuck? 8? Sind wir an einem Punkt, wo 8 weird ist? Bro, 8 ist wirklich, ist turbo chill, hä? Keine Ahnung, es gibt halt Leute, die daten halt gerne. Dominik ist auch jemand, der gerne datet. Und, Bruder, keine Ahnung, Sex ist halt nice. Spoiler auch für Frauen, what the fuck. Also warum dich halt haben, you know? Ich sag ehrlich, ich glaube, für mich wäre es tendenziell eher die Red Flag, hätte sie mir gesagt, sie hat seit einem Jahr keinen gedatet. Nicht Red Flag, aber das, da würde ich eher darauf achten, so, oh, mal checken, mal gucken. Red Flag ist zu übertrieben, you know? Aber da würde ich mal abchecken. Warum? Wenn es einfach ist, ja, kein Bock, keine Zeit, okay, ja, juckt dann. Aber warum? Nicht, dass es schlimm ist, so meine ich das nicht, aber ich würde einfach mal abchecken, was abgeht. Warum? Mich würde es interessieren, ich würde nachfragen, warum? Keine Ahnung, weil ich bin halt jemand, der ein sehr krasser Beziehungsmensch ist und es ist für mich schon eine große Quest im Leben, meine perfekte Partnerin zu finden. Ich würde Stand jetzt sagen, dass ich die habe. Ich update euch in ein paar Jahren, aber Stand jetzt würde ich sagen, habe ich. Aber so, es ist halt so wie so ein Skilltree, den ich halt outmaxen möchte auch im Leben. Dementsprechend war ich halt immer... Hi Kevin, kannst bei mir eventuell ein paar getragene Unterhosen zuschicken? Bräuchte ich für mein nächstes Trade-Up-Projekt? Bro, what the fuck? Deswegen war das immer so für mich ein wichtiges Thema. Halt die Fresse. Okay, ja. Oh ja, Wilbo. Spritz mir in meinen Fickschlitz mit deiner köstlichen Spachtelmasse. Bro, what the fuck? Da kommt man vom Bau und es steht kein Essen auf dem Tisch, based, und die Alte macht den Seestern. Ich muss mich mal wieder so richtig ausficken. Flying Uwe type shit. Du Kevin, den Bubble Tea, den ich dir mitbringen sollte, gibt's nicht mehr. Soll ich dir dann den mit Erdbeer- oder Bananengeschmack holen? Oh mein Gott, Bruder. I don't know, Red Flag ist ein bisschen wild gesagt, aber ich würde mal abchecken, was angeht. Peter, schieb die Windel nur zur Seite. Dein After ist wieder so pelzig. Cockporn gibt es auch im Kino. Wir leben im Kapitalismus. Mir gerade den Hahn gewürgt und mies auf Chili-Mode abgekurbelt. Nachher noch die Alte auf der Bank drücken, du ahnst. Ja, ich ahne komplett. Nee, man, aber no joke. 8 finde ich wirklich, also, dass man bei 8 fragt, what the fuck. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl... Ich habe in Schlangen investiert und habe bisher nur Umsatz gemacht. Ja, gut, dann mache ich das. Investiert in Schlangen-Merch. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die irgendwas gegen Bodycon sagen, sind einfach insecure Versager, die nicht damit klarkommen, dass schon irgendwer vorher mit dem Girl in dem Fall was hatte und Angst haben, dass sie schlechter sind, Bro, und es nicht zugeben wollen, weil sie wissen, dass sie wirklich schlechter sind. You know? Ich glaube, das ist basically it. Was ich damit sagen? Sie wollte mit 8 Typen eine Beziehung. Die wollte aber halt nur bumsen. Also kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass sowas auf wahre Liebe hinauslaufen kann, Jäcker. Ja, aber Bro, also man kauft ja auch nicht die Katze im Sack. Man muss ja mal erstmal abchecken, was da abgeht, you know? Also keine Ahnung, ich fand's immer super legit, wenn man beim ersten Date schnippt, wenn man schläft. Hallo Kevin. Okay. Danke für die 20 Attilis, die du mir gestern verkoppt hast. Oh. Die scheppern mies. Ja, also, I don't know, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht gerade. Hey Kevin und Chat, brauche mal ein paar Tipps. Ich habe einem Girl geschrieben und sie meinte, sie hat aktuell wenig Zeit.
Jetzt habe ich sie nach Snap gefragt und sie hätte nur gelesen und nicht geantwortet. Ja, die will unbedingt was von dir. Machen? Ja, Bro, und die nicht weiter anschreiben, weil die hat anscheinend gar keinen Bock auf dich. Wir leben auf einem Planeten, Bro, wo es super viele andere Menschen gibt. Das ist ein klassisches, ich habe keinen Bock auf dich, Bro. Da, also, du kannst jetzt zwei Sachen machen. Entweder du bist ein verzweifelter Knecht und guckst dir so Videos an, wie ich ein Nein zu einem Ja mache in einer halben Stunde von irgendwelchen Pickup-Versagern. Okay, das ist der schlechte Pfad. Oder du lässt diese Frau einfach in Ruhe, wie jeder normale Mensch es machen würde. Okay? Und movest einfach on, holy shit. Achso, ja, also man kauft doch, also ich finde Sex beim ersten Date unfassbar legit. Ich habe nie verstanden, warum das nicht für Leute legit ist. Und ich glaube, dass wenn ich Marsha nicht kennengelernt habe, dass ich auch, also bei mir war es immer so, ich habe Leute kennengelernt und tendenziell immer nach einer Beziehung gesucht, aber einfach mal schauen, was geht. Weil wenn man es zu verkopft macht, Bro, dann wird's eh Arsch. So, und ich glaube, wenn Marsha jetzt nicht gekommen wäre und ich hätte halt noch irgendwie 4 Girls gedatet, bei denen es jetzt auch nicht so gut gefittet hätte, dann wäre das bei mir auch so gewesen, dass es dann halt 8 wären, mit denen ich versucht hätte, eine Beziehung zu führen, so mäßig. Also ich finde, wenn jemand wirklich 8 Beziehungen in einem Jahr hat und die alle gedroppt hat, dann finde ich, okay, dann könnte man schon sagen, okay, Bro, was geht denn hier ab? Also so, da muss es ja einen Grund geben, also dann ist es ja schon ein bisschen, also dann ist es schon so ein bisschen so, dass man sagt, okay, also irgendwas ist ja da, also da ist ja irgendwas geht da ja ab. Nein, Obi, ich will weiter Papa Platte schauen. Ich habe die Mutter deiner Mutter gefickt und jetzt her mit der Fernbedienung, du geplatztes Tankstellenkondom. Ja, auf einmal einfach so Tankstellenkondom. Einfach so Spanier geworden, Bro. Gerade auf Tinder eine mit dem Text gesehen, suche wen zum Bouldern oder Klettern. Holy shit. Bro, Alter, wegswipen. Holy shit, weg damit. Bro, Red Flag. Hey du. Ich will mit Revi bouldern gehen. Hier ist der Channel deiner Lieblings-Pool-Streamerin. Hoffe, du hast auf meinem Channel viel Spaß. Falscher Channel, ich bin nicht Stegi. Wenn du meinen Arsch in die Cam halte. Und vergisst nicht, meine Links abzuchecken. Vor allem mein OF und PH. Twitch ist bald soweit. Bin gerade 19 und hatte noch nie eine Freundin oder etwas, was in die Richtung ging. Easy. Hatte auch noch nie dieses Gefühl, dass jemand mich mal mehr mag als nur als Freund. Und als ich das letzte Mal dachte, dass es in die Richtung geht, bin ich gegen eine Wand gelaufen. Ja, ist halt auch ein Skill, den man erstmal lernen muss, you know. Aber guck dir Henke an, Bro. Bei Henke hat's auch ein bisschen später gezündet und jetzt fickt er halb Köln. Nein, Spaß. Aber so, I don't know, manche Leute zünden einfach ein bisschen später, Bro. Das ist vollkommen fein. Okay, wir sollten haben. Ich bin 25 und hab noch nicht viel Erfahrung gesammelt. Mach mir da unbewusst mega Druck, was zu verpassen. Hast du Tipps? Kuss. Keine Ahnung, ich bin halt der Meinung, daten ist halt so ein Skill, den man so levelt. Und je mehr man hat, desto besser wird man basically. Muss ja jetzt nicht immer da auch gleich gefickt werden oder rumgemacht werden, aber einfach den Skill mit fremden Menschen reden, ist was man halt so mäßig leveln kann, in my opinion. Und ich finde, dafür ist sowas wie Tinder echt nicht verkehrt. Auch wenn ich auch der Meinung bin, dass auf Tinder tendenziell halt dann wahrscheinlich, also, I don't know, ich weiß nicht, wie man das gut in Worte packt. Aber ich glaube halt, Leute, die halt auf Tinder halt suchen, die haben ja dann anscheinend bei 8 kommt es mir so vor, als kein Bock oder Pussys Struggles. Ausgeleiert, als hätten King Kong und meine Biras ihren Geburtstag in ihrer Fotze gefeiert, based. Also ich habe keine Ahnung, viele Leute berichten immer, dass sie auf Tinder in Anführungsstrichen nur Müll finden. Ja, ich weiß nicht, ob das actually so ist, aber ist auch eigentlich Wayne, weil ich glaube, das ist trotzdem Gutes für Dates, you know? Und ich meine, es gibt ja auch normale Menschen und coole Menschen auf Tinder oder auf Lavoo oder whatever. Selbst wenn nicht, Bro, sind es immer funny Stories. Und ja. Ich bin 27 Jahre alt und den einzigen Kontakt, den ich bis jetzt zu Frauen hatte, war auf AP-Servern in Goldheim erwerben. In Goldheim, Bro. Ich um 3 und... Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Holy shit! Holy shit! Damit habe ich nicht gerechnet. Bro, diese Videos sind so dumm. Ich frage mich immer, wer räumt die auf? Bro, wer kümmert sich denn um die aufzuräumen, Bro? For real. Wer zum Fick räumt die auf? Das werde ich im Editing nicht leiser machen, mir egal. Alter, sind wir gerade auf dem Cracksby-Channel? Holy shit, darf ich jemanden grüßen? Digga, warum liegt hier eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf Opa? Blas mir ein, während wir Papa Platte beim World of Warcraft spielen zuschauen. Bro, what the fuck? Ich musste heute Luis, der NoFave Studios macht, also basically ein Modedesigner, erklären, was der Crackspy-Kanal ist. Aber es ist immer ganz geil, weil man kann den Kanal immer einfach nennen, alles, was sonst nicht verwertet werden kann, oder unser ja, Müllkanal. Und dann checkt immer direkt jeder. Wie siehst du lesbische Beziehungen in 4K? Jo, stark. Wisst ihr, was ich nie so richtig verstanden habe? Warum finden Männer most of the time lesbische Girls hot? Oder wenn Girls miteinander rummachen?
Aber Frauen, also jetzt geht es ja um Hetero-Männer, Hetero-Girls, glaube ich nicht, wenn zwei Typen rummachen. Warum? Weil Frauen ästhetisch sind? Ja, I guess. Ich glaube, die ganze Welt findet Frauen einfach ästhetisch. Ich glaube, das ist einfach die Wahrheit. Doch, finden sie? Oh ja, ist das so? Ist das so ein Ding? Das habe ich noch nie gehört. Warum schreibst du ja, Craigs, du bist auch ein Guy oder so? Oder so. Kev, bin 18 und hatte noch nicht so die Erfahrungen mit Dates. Wollte so ein Girl aus meiner Schule ansprechen, aber alle meine Freunde, M und W, meinen, das ist altraviert und man muss vorher auf Insta-Snap schreiben, aber bin einfach null der Typ dafür. Ja, ich glaube, es ist aber schon die Meta. Ich glaube, also das ist auf jeden Fall immer der weitaus chilligere Einstieg, Bro. Aber ja, ich meine, das kommt drauf an, ich weiß nicht. Ich meine, auf Insta oder so ist es halt einfacher, einfach dich zu, also klingt jetzt dumm, aber es ist einfacher, halt jemanden einfach zu ignorieren. Oder halt einfach zu sagen, yo, nein, bin als im IRL. Und hatte meine im IRL wird man halt schneller unangenehm berührt, nicht, dann. Dass ich einfach vom Kopf her gerade genau. Nicht fähig bin, eine Beziehung zu führen. Wie mache ich denen das verständlich? Aber es ist halt, Digga, es ist ja auf einmal Dr. Sommer geworden, Bro. Was ist passiert, Digga? Ey, I-Donations sind an, Bro, aber alle Leute machen Donations mit, hey Leute, ich bin 24, ich hab noch nie gefickt. Was mache ich jetzt? Haben uns in der Schule kennengelernt. Bro, Dennis! Selbsthilfegruppe auf einmal. Ich bin jetzt 21 und habe meine letzte Beziehung mit 19 und meine Familie versteht nicht, dass ich jetzt vom Kopf her einfach nicht fähig bin, eine Beziehung zu führen. Wie mache ich denen das verständlich? Hey Leute, ich bin aktuell nicht verständlich, eine Beziehung zu führen. Was juckt das die, Bro? Ist doch dein Leben, nicht deren. Also ist doch so, Bro. What the fuck? Bruder, was zum Fick geht meine Eltern meine Beziehung an? Also ich meine, dass sie sich halt wünschen, dass du einen guten Partner hast und so. Okay, Bruder, du bist 21, Junge, mach, was du willst. Jukla Bauter, vielen Dank für den Twitch Prime. Ach, kein Problem, Herr Teller, gerne doch. Für den guten Konten. Kuss? Kuss. Kuss zurück. Bro, du bist 21 Jahre alt, fick die ganze Welt, wenn du willst, Bro. Selbst wenn du 46 bist, fick die ganze Welt. Scheiß drauf. Ist meine erste Donation zu dem Beziehungstalk. Bin jetzt 18 und tatsächlich schon 5 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Bro, das finde ich ehrlich crazy, wenn Leute so sagen, sie sind mit 13 zusammengekommen und sind jetzt so 20 oder so. So, also klar, das kann funktionieren. Aber Bro, no joke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei mir jemals passiert ist, Digga. Ich hab mich um 200 Grad einfach, oder um 180 Grad einfach geändert, so seitdem. Ich bin einfach ein anderer Mensch jetzt. Und meine damaligen Freundinnen sind auch komplett andere Menschen. Also ich meine, die eine ist jetzt eine Politikerin für die FDP, Bro. So, what the fuck? Und ich mach was auch immer das hier ist. I don't know. Haben uns in der Schule kennengelernt und sind jetzt beide in der Ausbildung und es klappt hoffentlich weiterhin. Ja, safe, hoffe ich auch, Bro. Du lachst immer noch gleich, nein, mein. Ich glaube, ich hatte im Laufe der Zeit mehrere verschiedene Lacher. Die neue geile Hautcreme von Nivea ist so seidig zart und so sexuell erregend. Perfekt für eine glänzend glatte Haut wie ein Babypopo. Oh ja, diese Creme macht mich so geil. Okay, oh, chillig. Ich kaufe. Aber fühlt ihr den Take mit dem, also ich fand's immer wild, wenn Leute sagen, sie sind so mit so 15 zusammengekommen oder so. Bro, das ist so, ich habe das Gefühl, man würfelt so mit 5 Würfeln und wenn dann so alle Würfel eine 6 haben, dann funktioniert das ansonsten nicht. Weil, Bro, man verändert sich so krass noch einfach, Bro, das habe ich nie verstanden. Hässliche Frauen lieben diese Seite, weil sie so gefickt werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte kein Mob jetzt extra. Kein Bullshit. Bitte fick mich. Ihre Frau wird es niemals herausfinden. Schick mir einfach eine Nachricht und Imp. Frag nach Easy. Sex. Geile Männer wollen gefickt werden. Robin hier, haben wir eigentlich die Erlaubnis von Tomatolix bekommen? Ich hab nie gefragt. Aber wo kein Kläger, da auch kein Richter, wa? In dem Sinne. Hi Bro, was geht? Ich weiß nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du es vielleicht mitbekommen. Wir hatten mal so diese AI-Donations für so einen Tag an. Ich hab da nicht gefragt, ich hoffe, es ist fein. Ich wollte nur fragen, ob das für dich cool ist, wenn wir es wieder anmachen. Ist nicht jeden Tag an, aber ab und zu mal so zu Highlight-Streams. Oder ob es nicht so cool ist. Ist absolut nicht schlimm, wenn du sagst, es ist nicht cool. Ich wollte mir da nur das Einverständnis von den Leuten holen. Ja, ansonsten, Bruder, hoffe ich, du hast einen wundervollen Tag. Kuss. World of Warcraft Highlight-Stream. Bin 16. Bro, shut up. Meine aktuelle Freundin kenne ich seit der Spielgruppe. Sie ist dann aber mit 4 Jahren in die USA gegangen und ist seit 2 Jahren wieder zurück. Seitdem sind wir zusammen, Flo, shit, cut. Ja, meine damalige Freundin hat auch ein Auslandsjahr gemacht. Also wir haben uns auch getrennt wegen dem Auslandsjahr in Australien. Die wollte da mal sich selber finden. Und ja, I don't know. Aber ich hatte dann währenddessen schon die 2 weitere Beziehungen. Holy shit.
Ich glaube, eine weitere. Oh, shit. Ich bin mit meiner Freundin zusammen, seitdem sie 14 ist und ich 15. Mittlerweile bin ich 26. Haben mittlerweile unser Eigenheim gebaut und leben in einer glücklichen Beziehung. Yo. Kann deswegen die meisten Probleme von allen nicht nachvollziehen, but keep it up. Holy shit, bro. Congrats. Natürlich kann mir das egal sein, was meine Familie denkt oder sagt, aber es nervt trotzdem. Aber ja, hast recht, scheiß drauf, Kuss, Digga. Ja, also vielleicht kannst du den ja so oft korrekt erklären, hey, ich bin da jetzt einfach nicht so bereit für und chill noch. Hallo, ich bin der Urgroßvater von Arschritze. Warum werde ich hier mit irgendwelchen Tok-Toks verglichen? Oder wie dieses Jugendprogramm heißt? Was zum Fick, Bro? In Real nimmt er tausende Euros von seinen Viewern, aber bei dem 1 Gold in War wird abgelehnt. Bro, mir ist doch ein Gold scheißegal. Es geht darum, dass die Challenge für mich leichter macht. Beziehungen flexen. Ich habe 726 Mounts in War. Bro, holy shit. Let's go, easy. Ganz ehrlich, wer braucht eine Beziehung, wenn man auch 700 Mounts in World of Warcraft haben kann? Dachte, daraus könnte was werden, aber irgendwie sind von meiner Seite aus keine richtigen Gefühle gekommen. Sie hat sich aber mega verliebt. Wie erklärt man sowas am besten? Naja, dachte am Anfang, das fittet. Ja, ist mein Arsch gefickt, Bro. Da musst du der Hurensohn sein, leider. Und ihr das halt einfach sagen. Viel Spaß, Bruder. Das ist ein unfassbar unangenehmes Gespräch. Nutz sie weiter aus. Ja, kranker Tipp. Sei der Hurensohn und wichs einfach. Bro, also what the fuck? Aber ich weiß nicht, was seltsamer ist, dass Fabo das anscheinend echt durchzieht mit 4-mal die Woche ins Gym gehen oder dass du gerade noch 5-stellige Viewerzahlen hast. Shut up, Fabo, Bro. Olle fette Bo. Nee. Digga. Bro, bald ist Fabo so breit und dann kann ich... Das ist scheiße eigentlich. Fabo soll dick bleiben. Wir wollen den dicken Fabo zurück. Bro, wenn er kräftig ist, dann haut er uns aufs Maul, wenn wir uns lustig machen über ihn. What the fuck? Nee, Mann, ich find's übelst geil, Bro. Man misst so krass out an Lebensqualität, wenn man so übergewichtig ist. Und halt, ne, auch vor allen Dingen jetzt auf lange Zeit gesehen, so gesundheitlich. Das ist schon sehr geil, dass er das macht. Boss, hallo, die Linie ziehen. Mit dem Witz des Tages. Geht ein Neutron in die Disco, sagt der Türsteher. Nur für geladene Gäste. Haha, hihi, helft mir. Danke, Lachschaos, Bro, für die 3. Dass Lachschaos seine eigene AI-Voice hat, Bro, ist frech, ne? Übrigens hat Dave mir heute erzählt, dass er beim letzten Mal, als er im Chat war und AI-Donations anwandt, dass er selber 15 Euro donated hat, Bro. Diese ganzen Dave-Donations waren von ihm selber, Bro. Digga, hat er doch geschrieben. Ja, aber ich dachte so eine oder so, oder zwei. Bruder, Lil Bro einfach sagt 15 Euro, das sind 5 Donations einfach. Bro, der war voll drinnen, ja. Digga, Dave ist der größte Fan vom Crackspy Channel, den ich kenne. Heute auch schon wieder. Ich meinte so, Bro, Crackspy hat irgendwie so 3 Videos am Tag hoch. Die kriegen alle irgendwie so 80 bis 100k Views. Wer zum Fick guckt das? Und dann Dave so, ich guck das immer. Bro, Digga, so dumm. Wüsste nicht, was ich machen sollte ohne Crackspy Videos. Ja, ist halt schon nice, ne? Weil man bekommt halt, also wenn man den kompletten Stream verpasst hat, kriegt man halt die schön zusammengeschnittenen Highlights von jedem Stream. Und man kann halt up-to-date bleiben, auch wenn man nicht jeden Tag gucken kann. Ist schon cool. Ich kann von mir sagen, ah, ich schaff die. Ein paar Videos sind so awesome und Lattenseppelsine-Videos sind okay. Kuss. Oh, hat GLP zugestimmt, dass wir eine AI-Voice von ihm machen dürfen? Beziehungsweise Robin. Bro. Digga, morgen einfach London-Chat. Checkt ihr das? What the fuck, Bro? Das ist so strange. Ich bin morgen einfach London und übermorgen einfach Berlin. WTF. Ich fand London immer Arsch. Bin gespannt, wie es mir morgen gefällt. Ich glaube, ich habe London auch noch nie so richtig erlebt, weil ich war halt einmal so auf Touri-Basis da und dann war ich halt einmal noch in so einem Viertel, wo ich halt abgestochen wurde. Deswegen, I don't know, wie es mir dann gefällt, wenn ich jetzt mal so... Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir morgen jetzt unbedingt die Local-Spots sehen werden, aber trotzdem. Wieder mit Messer bedroht werden, gar keinen Bock. Nee, ich wurde nicht mit Messer bedroht. Der Typ hat halt meine IRL-Stream-Kamera von meinem Rucksack-Mount hier runtergerissen. Mich die N-Bombe genannt, obwohl er ein Weißer war auch. Oh, meinte, ich soll mich verpissen. Und er war sichtlich auf irgendeiner Droge und hatte noch eine halb ausgetrunkene Whiskyflasche in der Hand. Also ich glaube, der Bruder hatte gar keinen Bock. Das kann in jeder deutschen Großstadt genauso passieren, Kevin. Ja, aber ich glaube, ich hätte das vermeiden können, weil auf TripAdvisor stand, dieses Viertel bitte meiden als Tourist. Und ich dachte mir, yo, um 21 Uhr hier den IRL-Stream anzumachen, wäre doch top. Also ich glaube, ich hätte skippen können, you know? Moin zusammen, ich gehe mal mit dem hier in die Gruppe. Das hat sich niemals angehört wie German Let's Play gerade, oder? Bro, das, was wir gerade machen mit einer Dreiergruppe, wäre so viel geiler noch, ne? Falls ich sterbe und wir sollten irgendwann nochmal einen Try machen, dann... Lass uns nochmal irgendwelche 2 Leute mit reinholen. Dann müssen wir nur noch 2 Level machen, dann sind wir jetzt schon weiter als Miskiff. What the fuck? Bei einem Kollegen war, Wollen wir den kurz umhauen, Bro? Hallo?
Kennt ihr schon meinen Podcast mit Max? Halle 2, jede Woche Neufreffer. Halle 2, Bro, bestes Meme einfach. Bro, das war knapp gerade. Holy shit. Heute machen wir eine Real-Life-Challenge mit meinen Freunden. Wir schauen, wer als erstes verhungern wird. Bro, GLP, what the fuck? Oh, du rassige, exotische Schönheit. Ich liebe deinen orientalischen Touch. Jetzt verrat mir mal, wie gut du mit diesen sinnlichen osmanischen Lippen umgehen kannst. Haha, du kleine Dönerschönheit. Ich steh auf euch und eure dunkle Mähne. Digga, Dönerschönheit ist so bodenlos. Dieser Tweet ist so dumm. Das ist so, es gibt auch so auf Twitter so... Auf Twitter gibt es nur so Vollidioten wie wir und dann gibt es so ganz komische alte Säcke, die so ihre Familie als Profilbild haben und so ihre Ehefrau und dann immer unter so OnlyFans-Girls-Accounts aber so schreibt, du geile Fotze, wichst mir den Cock ab oder so, genau. Bro, was zum Fick, Digga. Und dann heißt, deren Account ist dann nicht so Horny Penis 3 oder so, sondern es ist dann so... Maximilian Strauch oder so. So, Bro, mit so Klarnamen einfach. So, Bruder, hä? What the fuck? Also, ja, ich werde den verrecken. Das ist meine Prediction. Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Zombay und Maudado. Bewerte den Part und viel Spaß. Wupp, 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 dö, 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 dö. Alright, ladies and gentlemen, dieser Schamane wird mir jetzt die Scheiße droppen. Es war das Jahr 2023. Die Tore meiner Nougat-Schleuse öffneten sich. Die gewaltigen Massen an Sacksahne konnten meinem Sitzfleisch um dessen Druck nicht mehr standhalten. Die Genusswurzel wird dabei ordentlich benutzt. Die einäugige Kobra wird gewürgt. Bro, was ist das? Was ist das? Bro, Digga, er hat sich selbst denied einfach. Was ist das? Bro, wie soll ich den jetzt looten? What the fuck? Echt kein Bock mehr, fahre gerade mit Kumpel zu Matches und wollte dann den Gang wechseln, verfehle aber Knüppel und versuch mit seinem Schwanzgang zu wechseln. Ja, hasse ich, Bro. Passiert mir auch immer. Ey, Kevin, kennst du den? Kommt ein, wie heißt das Ding? Schneebär, Eisbär in die Bar und fragt den Kellner. Habt ihr Eistee? Sagt der Kellner so, ja, Bär. Verstehst du? Weil der Kellner das Eis vom Eisbären für den Eistee genommen hat. Digga, ich, das ist der beschissenste Hugo-Gag, Bro, den er hat. Und er hat echt nicht viele. Ich hasse es, wenn Pornos Musik haben, Bro. Ich will meine Kolben ölen und nicht tanzen. Bro, aber for real. Also ich meine, das ist jetzt eine Wilbo-Bauarbeiter-Donation, aber no jokes, nichts Schlimmeres. Als irgend so eine Compilation, Bro, wo dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, David Guetta Best of 2019 läuft im Hintergrund. Digga, what the fuck, Alter? Bin ich hier Ibiza irgendwie Strandclub oder was, Digga? Ich wollte meinen Schwanz abmelken. Auf einmal Disco, Bruder, for real. Stell dir vor, du guckst so Porno, Bro, willst so eine Cum-Compilation sehen, auf einmal kommt so er hier. Was machst du dann, Bro? Was ist dann? Wann gibt's eine Agu-AI? Weiß nicht, wenn der Feind damit ist. Können wir machen. Bro, diese ganzen Leute, die hier die ganze Zeit sterben. Stellt euch vor, man stirbt gegen Level 8 Moloch-Fütterer oder so. Digga, wie scheiße. Ich brauch ein Scheiß-Amulett. Dieser Felix hat mir des Öfteren auf WhatsApp geschrieben, ob er mir mit seinem Samen ins Gesicht schießen darf. Was meint er damit? Pflanzensamen. Der will den Garten sehen. Einfach zusagen. Ich bin nächste Woche Wingman, Bro. Bei einem Girls Daten by Outfits Video. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mental dafür bereit bin. Ein paar Vollidioten haben gesagt, Mr. T kann niemals World of Warcraft verändern. Der ist gar kein Hacker. Also gut, ihr Spinner. Und wie erklärt ihr euch die Irokesengranate? Würdest du sagen, die Lautstärke ist fein so, Robin? Weil ich hatte jetzt das Gefühl, es war ein bisschen laut. Digga, ich bin immer eins vor Verrecken, ne? Heilige Scheiße, Bro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war's. Was mache ich jetzt? Dicker, ich habe 2 gepult. Ich kann nicht laufen. Das war's, ich bin down. Bro, what? Das war so fucking unlucky. Ich dachte, du wärst in dem Spiel wenigstens gut. Bro, shut the fuck up. Ich finde, dass Elton der schlechteste Moderator ist, den ich kenne. Das habe ich gesagt, der waschechte Papa-Platte. Also wenn du mich verklagen willst, komm doch. Montag nach Berlin, wir machen 1v1 Boxfight. Leute... Es tut uns ein bisschen leid, dass wir das über Elton gesagt haben. Noch ein wir haben das nur aus übertriebenen, also wie er halt meint. Er ist nicht der beste Moderator, das ist auch die Wahrheit, you know. Aber wir wollten ihn natürlich nicht verletzen damit. Elton ist ein super Typ, Bro. Also no joke, das haben wir auch im Podcast gesagt. Elton ist ein super Typ. Vielleicht kann man ja mal einen Versöhnungs-Rainbow Six machen oder so. Oft korrekt. Freunde, sagt Tschüss zur Seldussi. Warum habe ich hier im Kalender 4 Tage für WoW geblockt? Oh, man. Okay.
okay, wir flippen eine Coin und wenn es Kopf ist, dann gebe ich 1000 und wenn es Zahl ist, dann gebe ich gar nichts. Imagine. Ist das krank, Bro. Warum zum Fick habe ich mich baiten lassen vom Chat und bin von 100 Subs auf 500 hoch? Ach, Bruder, geil. Ich wurde wieder aus meinem Paypal rausgeschmissen, weil die denken, ich mache hier irgendwelche komischen Faxen. Oh mein Gott, ist das dumm.